Hallo zu meinem neuen Video. Heute möchte ich Bücher vorstellen, die ich gerade neu begonnen habe. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere ihn doch jetzt und drücke auch auf die Benachrichtigungsglocke, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Jetzt soll es aber gleich losgehen mit den neu begonnenen Büchern. Dabei handelt es sich um 4 Sachbücher und einen Roman. Zunächst Friedrich Schinkel, Geschichte und Poesie. Dies ist ein Ausstellungskatalog. Die Ausstellung war hier in Berlin zu sehen, 2012, 2013. Ich habe den Katalog Anfang 2019 reduziert im Museumsshop gekauft, nachdem ich ein bisschen darin geblättert hatte und dachte, das ist interessant, und das hat sich auch bewahrheitet, nachdem ich jetzt angefangen habe, darin zu lesen. Karl Friedrich Schinkel, der von 1781 bis 1846 gelebt hat, ist ja ein wichtiger preußischer Baumeister. Seine Lebens- und Schaffensperiode deckt ja einen durchaus wichtigen Zeitraum in der preußischen und deutschen Geschichte ab. Französische Revolution, napoleonische Herrschaft über große Teile Europas und Deutschlands, dann die Befreiungskriege, die Neuorganisation Deutschlands im Deutschen Bund und nach den verschiedenen Kriegen, die Preußen mit seinen Nachbarn geführt hat, gibt es eben den Norddeutschen Bund und dann das Deutsche Reich. In dieser Zeit bis 1846 ist eben Schinkel aktiv, nimmt Diskussionen der Zeit auf, verbindet sie künstlerisch mit Traditionen und mit Einstellungen, die eben von früher her kommen, und er verbindet das mit der Baukunst, aber eben auch mit zeichnerischen Aktivitäten. Nicht alles, was er zeichnet, wird später gebaut, sondern er zeichnet auch in romantischer Tradition Märchenwälder und Ähnliches oder etwa die berühmten Kulissen- und Bühnenbilder für eine Zauberflöte an der Berliner Oper, die ja immer wieder als Rekonstruktion zu sehen ist und tatsächlich eine ganz eigene zauberische Atmosphäre entfaltet, wenn man sie im Theater sieht. Dieser Ausstellungskatalog, wie viele gute Ausstellungskataloge, die ich gerne kaufe, in gewisser Weise auch sammle und lese, verbindet ja eben anspruchsvolle, sehr informative Texte mit einer ganz großartigen Reihe von Abbildungen, sodass das ein Lesevergnügen ist, das eine unheimliche Bildung vermittelt und das mir immer wieder erlaubt, auch anzuknüpfen an andere Lektüren, an eigenes Anschauen in Museen, aber auch im Stadtbild. Und das ist etwas, was mir großen Spaß macht, und da freue ich mich drauf, dass ich diesen Katalog jetzt habe und nun auch begonnen habe, ihn zu lesen. Das ist sicherlich nichts, was man in wenigen Tagen durch hat, aber ich nehme solche Bücher immer gerne zur Hand, und das ist eine schöne Erfahrung. Wer sich für solche Dinge interessiert, kann ich eigentlich nur empfehlen, auch mit Ausstellungskatalogen zu arbeiten. Die anderen Bücher und die Themen sind vielleicht nicht so erfreulich. Das hängt zunächst damit zusammen, Wolfram Püther, Hitler, der Künstler als Politiker und Feldherr. Wolfram Püther ist ja vor einigen Jahren schon mit einer Hindenburg-Biografie hervorgetreten, in der Hindenburg als charismatischen Herrscher bezeichnet hat. Nun haben wir alle so ein Bild eines bärbeißigen alten Mannes in Feldmarschalluniform, der einen Untergang des Zeitalters verkörpert, jetzt vielleicht nicht mit einem charismatischen Politiker, wie, sagen wir mal, seinerzeit Tony Blair empfunden wurde oder eben Barack Obama. Der Charisma-Begriff, den Püther verwendet und dort herleitet, der enthält eben auch andere Strukturen und Elemente und erlaubt ihm sozusagen die Arbeit
oder die Durchmusterung dieser Biografie anhand dieses Paradigmas vom Charisma. Daraus ist dann eben eine nicht klassische Biografie geworden, die einfach nur so Lebensstationen abhakt, sondern mit dem bestimmten Analysemuster auf dieses Leben schaut. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Püther eben in seiner Hitler-Biografie, der Künstler als Politiker und Feldherr, eine Herrschaftsanalyse. Und er untersucht eben hier, inwieweit Hitler, der sich selbst ja als Künstler verstand, als Maler zunächst hatte beginnen wollen, dann aber einerseits seinen Theaterinstinkt eben im Theater, in der Oper an den Musikdramen Richard Wagners schulte und aber auch sozusagen sich als Architekt betätigte und aus einer gewissen Zusammenschau dieser Elemente entwickelt Püther, so wird das eben im Vorwort und in den Anmerkungen deutlich, ein bestimmtes Profil und untersucht dann anhand dieses Profils, wie Hitler seine Herrschaft aufbauen und eben auf ja, letztendlich symbolischem Kapital gründen konnte und sich gerade auch gegenüber den Berufssoldaten, die etwas von den Dingen verstanden, durchsetzen konnte, wie er also als Feldherr reüssieren konnte und hier auch einen bestimmten Machtanspruch generierte, der nicht nur auf dem Terror der Fußtruppen gegründet war. Das ist hochinteressant. Das ist natürlich eine dicke Ausarbeitung, also knapp 650 Seiten Text plus dann nochmal 200 Seiten Anmerkungen, also ein gewichtiges historisches Buch, aber sicherlich eine lohnende, vielleicht auch zum Widerspruch anregende Lektüre und eine gute Ergänzung des gängigen Hitlerbilds. Also da freue ich mich auch, dass ich damit angefangen habe und hoffe, eine ganze Menge zu lernen. In die Frühphase sozusagen des hitlerschen Wirkens fällt der Zeitraum, in dem ein anderes Buch sich abspielt. Dieses hier Ernst Troeltsch, Fehlgeburt einer Republik, Untertitel Spektator in Berlin 1918 bis 1922, ein Zeitraum von ungefähr 4 Jahren, in denen der Philosoph und Theologe Troeltsch essayistische Beobachtungen für eine Zeitschrift verfasste. In diesen Beobachtungen die geistig-kulturelle Verfasstheit Deutschlands diskutierte und versuchte, sozusagen das liberale Bürgertum für die Republik in dieser kritischen ersten Phase zu gewinnen. Wir wissen, das ist nicht wirklich gelungen. Troeltsch lebte von 1865 bis 1923, deswegen hat er die Arbeit dann nicht weitergeführt und entstammt selbst einem bildungsbürgerlichen Pfarrhaushintergrund, hat früh studiert, promoviert, habilitiert und dann eben als Philosoph und Theologe wissenschaftlich wohl eher etwas randständig gearbeitet und seine liberalen Ideen aus dem 19. Jahrhundert, aus der späten Kaiserzeit in die Republik gerettet und versucht, diese fruchtbar zu machen für die Akzeptanz der Republik. Ein sicherlich sehr spannendes Unterfangen und die Anmerkungen und einzelnen Briefe versprechen eine gute und interessante Lektüre. Und das ist natürlich auch Teil meines ja sehr weit gespannten Leseprojektes Umbruch von der Kaiserzeit zur Republik und von der Republik zur Diktatur. Und da verspreche ich mir auch eine ganze Menge an Einsichten und einer ganz speziellen Perspektive auf diese Entwicklung. Dieses Buch ist in der anderen Bibliothek erschienen und hier als günstige Variante dann auch herausgebracht worden. Thematisch im Zusammenhang, aber eine andere Zeit betreffend, ist Willi Winkler, Das braune Netz,
wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde. 1945 war nicht alles vorbei und es gab, das wissen wir, keine Stunde Null. Irgendwie musste es weitergehen und Adenauer, der selbst kein Nationalsozialist war, musste mit Leuten arbeiten, die Nationalsozialisten gewesen waren bzw. im nationalistischen Staat gearbeitet und hatten und Verantwortung getragen hatten. Wie das vonstatten ging im Einzelnen, was dabei passiert ist, das ist Gegenstand dieses Buchs. Ich möchte nur einen kurzen Satz vorlesen, der, wie ich finde, ganz gut zusammenfasst, worum es geht und eben mich auf die weitere Lektüre sehr neugierig gemacht hat. In den 50ern war viel von Restauration die Rede, doch wurde weder die Weimarer Republik noch das Kaiserreich und schon gar nicht das Dritte Reich wiederhergestellt. Der Bundesrepublik gelang ausgerechnet mit den alten Nazis ein richtiger Neustart. Das Land, das Europa verheert hatte, verwandelte sich, geschrumpft zwar binnen weniger Jahre zum modernsten Land Europas. Der Preis dafür war hoch. Da er aber anders als die Kosten für das erste Auto, für die Hollywood-Schaukel, für die dynamische Rente nicht zu beziffern war, wurde er gern entrichtet. Von der moralischen Katastrophe, die dabei verschwiegen wurde, handelt dieses Buch. Also eine ebenfalls spannende Lektüre, auf die ich mich schon sehr freue. Gerade heute habe ich aus der Stadt mitgebracht dieses schöne Buch, Barbara Pym, Vortreffliche Frauen, ein, wie schon das erste Hineinlesen zeigt, typisch englischer Roman der 1950er Jahre, trockener, bissiger Humor, treffende Beschreibungen von Situationen, kluge Beobachtungen von Menschen, das ist wahre Lesefreude und sozusagen dann Erholung auch für den Geist, der sich mit diesen anderen schwierigen Fragen beschäftigen muss, kann dann bei dieser Art von Lektüre auf einem guten Niveau auch mal ein bisschen entspannen. Das muss auch sein. Das sind die neu begonnenen Bücher. Es gibt, da drüben liegt da einen großen Stapel von Büchern, mit denen ich noch zu tun habe, die ich aber bis Monatsende abschließen will. Davon gibt es dann demnächst mehr zu hören in einem Monatsrückblick. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Dieser Leseausblick zeigt also, womit ich mich jetzt beschäftige und von dem dann demnächst mehr zu hören sein wird. Sowohl hier im Videokanal, gerne abonnieren, als auch im Blog notizhefte.com, wo die Bücher eben häufig ausführlicher im Text besprochen werden. Was lest ihr aktuell? Welche Bücher von meiner Auswahl haben euch besonders gut gefallen? Wovon wünscht ihr euch mehr? Schreibt es in die Kommentare und vielleicht greife ich das als Anregung für eines meiner nächsten Videos auf. Das war's für heute. Bis bald und zum nächsten Mal.